So, wir springen direkt rein ins Spiel und ich zeige euch etwas. Okay? Ich zeige euch etwas. Also, es ist, wie es ist. Ich hatte ja das letzte Mal, als wir live gespielt haben, es gibt ja immer so ein, zwei, die genau auf alles achten und so. Da hatte ich zwei Shadow Tree Fragments und ich habe gestern ein Shadow Tree Fragment gefunden. Ich bin nochmal zurück hier in diesen Wald gegangen. Und dachte mir, das würde eh keinen interessieren, weil das Areal habe ich ja nun in den letzten zwei Folgen so ausgiebig durchgespielt. Und es war ja auch ein bisschen langweilig, bis auf den Bossfight Mithra. Und dann bin ich nochmal hier zurückgegangen und habe hier nochmal irgendwie alles abgesucht. Und habe hier tatsächlich dann, ich habe noch diese ganzen Glubschaugentypen gekillt. Und habe dann hier irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr, wo es war, habe ich tatsächlich noch ein Shadow Tree Fragment gefunden. Und dann habe ich mich natürlich geupgradet. So. Und dann habe ich noch eine Sache, ist mir aufgefallen. Und zwar, wo ist es denn? Hier unten. Hier. Ich weiß nicht warum und wie mir das entgehen konnte. Aber ich habe ja hier schon das Bonfire, Cerulean Coast West. Wir erinnern uns hier an dieses blaue Gebiet. Hier sind die Blitzviecher. Hier war ich auch auf der Insel, habe hier das Mausoleum gemacht. Aus irgendeinem Grund bin ich nicht hier rein. Ich bin nicht hierhin. Okay? Ich weiß nicht warum. Es ist mir irgendwie entgangen. Und ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, damit ich heute noch ruhig schlafen kann, reiten wir dahin. Ihr glaubt jetzt, dass 2009 dann Demon's Souls gewinnt. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Tatsächlich. Weil es gibt auch Leute in der Redaktion, die nicht Fan von Demon's Souls sind. Oder es gar nicht gespielt haben. Guck mal, ich habe dieses Schild noch gefunden. Perfumers Schild, naja gut. Und was ist denn das? Achso, das war... Ja. Wir hatten die geilen Handschuhe. Aber ich müsste doch zwei von denen haben. Wo sind die denn? Hä? Die sind doch beide aufs gleiche Level gehoben. Ach nee, das ist Order of Acquisition deshalb. Hat natürlich gar keinen Sinn. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit. Habe ich Fast Roll? Ja. So, und wir haben jetzt hier natürlich immer noch unsere geilen Drachenfäuste. Einfach, weil es Spaß macht. So. Demon's Souls fandst du auch sehr schwach, Griffith? Also sehr schwach ist schon ein ganz schön hartes Urteil für ein Spiel, das revolutionäres Kampfsystem eingeführt hat, das wir jetzt gerade hier immer noch spielen. So, hier war ich nämlich noch nie, Leute. Und jetzt sind wir nämlich hier bei diesem Stein und ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin, ehrlich gesagt. Ist das Freund oder Feind? Schon wieder blind? Boah, 6000. Wow, der lebt noch? What? Jetzt lebt er nicht mehr. Was war denn das für ein Mega-Jump? Habt ihr das gesehen? Alter. Smithing Stone 6, ja, der ist sehr gut bewacht.
Stark, den Smithing Stone 6. Den schreibe ich mir in mein Tagebuch. Heute habe ich einen Smithing Stone 6 gefunden. Der war sehr stark bewacht von einem hohen Springer. My fucking ass. Hier war ich noch nicht, das ist ja geil. Hier ist noch irgendwas. Die Dinger bewachen doch immer irgendwas. Guck mal hier. Spirit Sword. Einfach mal eine neue Waffe. Das sind die Affen aus Sekiro. Oder? Sind das die Affen aus Sekiro? Lol, nein, das sind die Affen aus Eldring. Ach so, mein Fehler, wie dumm. Okay. Was haben wir da gerade gefunden, Leute? Was haben wir da gerade gefunden? Spirit Sword, Curved Sword. Sharp Blade sculpted into twisted shape. A sword that has seen many years of use in the gravesite, set to serve as a medium for communion with spirits. Immer nicht so Fan von Projektilen, wenn ich ehrlich bin, nur weil zu leicht ausweichbar. Einen Wasserfall abchecken. Falsche Waffe. Oh shit. Jetzt stürzen sie sich auf mich hier. Double Whammy. Ja, das war ein großer. Oh, was? Oh, shit, was geht? Wieso treffe ich die Nudel nicht? Oh! Einfach mal so! Shadow Tree Fragment! Two to go, geil! Ja, das habe ich schön übersehen. Wer weiß, wo ich noch welche übersehen habe. Was für ein Bild spiele ich gerade? Ja, ist immer schwer zu sagen. Also momentan spiele ich Strength Dex. Beide auf 70. Aber ich wechsle durch, also waffentechnisch bin ich nicht festgelegt. Ich wechsle sehr viel. Deshalb, ja. Ich hätte gerne auch noch Arcane auf 70, aber ich habe keinen Bock 50 Level zu leveln, weil ich, das wären, wie viel ist 50 mal 500.000? 5 mal 500.000 wären 2,5 sind 25 Millionen Seelen. Ich bin zu faul für das zu farmen. Die Drecksteile, ey.
sind eher noch mehr, weil es werden ja immer mehr Seelen gebraucht. Also ich schätze mal eher 30 Millionen Seelen. Oh shit, schon wieder. Level 306 brauchen 900.000 Runen. Ja, das ist selbst für Mock. Bei Mockfarmen ist das sehr viel Zeit, die da drauf geht. Aber das, die andere Alternative ist, dass man halt umskillt für bestimmte Waffen, aber das finde ich halt nervig. Ich will einfach das ganze Arsenal nutzen, was ich habe. Wo gehen wir denn jetzt lang? Jetzt habe ich hier ein bisschen die Orientierung verloren. Checken erstmal den Wasserfall ab. Oh! Nee, doch nicht. Ich dachte für eine Sekunde. Nee, von da bin ich gekommen. Okay. Also, dann können wir rechts oder links. Erstmal rechts. Ja, ja, ich weiß, dass ich Punkte neu verteilen kann, aber irgendwo ist ja dann immer eine Lücke. Du kannst halt nicht alles auf Level 70 haben, wenn du nicht genug Punkte hast. Hä? Wieso kann man hier summon? Oh, habe ich sogar einen Boss übersehen? Was ist das? Ist das eine... Ist das... Was ist das? Ist das ein Riese? Trotzdem hier erstmal clearen. Kein Bock hier von 20 Gegnern befallen zu werden. Der hat rote Augen, das gefällt mir auch nicht unbedingt. Oh, easy. Der hatte wunderschöne rote Augen. Ganz schön was los hier, da unten am Strand auch noch welche. Deshalb vorher Mana auffüllen. Welches Shadow Tree Level bin ich? Ich glaube 12. 12 oder 13. Ich weiß gar nicht, wie hoch man kommen kann. Also wenn ich noch ein Stat jetzt auf 70 bringen könnte bei meinen Stats hier, dann wäre es Arcane. Einfach weil mit Arcane vor allen Dingen Bleed geil prockt. Und eigentlich fällt mir auch ein, habe ich schon lange vor, habe ich das echt mal gemacht? Wo ist die Fleischkeule?
Bei der kriegt man nämlich über 200 Bleed. Die habe ich aber nie geupgradet, glaube ich. Aber die ist es auch nicht. Oh, Giza's Wheel ist auch derbe. Da kann man auch richtig viel Schabernack machen. Könnte man auch mal upgraden. Aber Great Stars. Hier, die meine ich. Bloodfiend's Arm. Ist das nicht der, den ich meine? Wenn du den auf Blut-Affinität machst, hast du, glaube ich, 200 Blut. Richtig übles Ding. Ich habe auch schon mal überlegt zu spielen, tatsächlich. Das ist eine richtig schöne Bonk, ne? Können wir uns mal, können wir mal im Auge behalten für den, fürs nächste Upgrade, für den nächsten Besuch beim Schmied. So. Wird er direkt getriggert, wenn ich den kleinen Zwockel da vorne. Ja. Das war klar. Dann müssen wir ihn jetzt engagen. Boah, der kann ja gar nichts. Oh, ich bin auch fast tot. Oh, ich hab Fernglas! Fernglas! April-Scherz! Ich treff nicht. Bin wieder down. Was ist das denn für ein Lulli? Da sind ja die Kleinen hier nerviger. Was ist das? Leute, was ist das? Ist das eine schreiende Keule? Ah, das ist ein Gegner, der geklippt ist. LOL. Ich dachte, hier ist eine sprechende Keule auf dem Stein, ey. Ich sehe schon Sachen. Jesus. Lol, okay. So, die Waffe schauen wir uns gleich an, aber erstmal muss ich hier kurz checken. Das wäre tödlich. Und da hast du noch das Glowword, ne? Was soll es auch sonst sein? Ein plus 10er immerhin, aber trotzdem. Brauchen wir es nicht. Obwohl. Vielleicht spielen wir ja doch noch mit ein paar Geisteraschen, ein paar neuen oder so. Dann why not? Es sollte mehr Drachenschmiedesteine geben, sehe ich auch absolut genauso. Kill Moves. Damit man mehr Waffen spielen kann. Ich finde es auch ein bisschen schade. Ich habe nur noch 4 oder 5. What the fuck? Dumm war das denn? Ah, wenigstens sind die ganzen Nervgegner wieder hier. Egal. Wir holen unsere fast 400.000 Seelen.
nerv ich jetzt hier? Ich hatte gerade alles geklärt. Gusch. Ja, das hätte ich mir zum Beispiel anstatt diesen ganzen unnützen Schmiedestein, die überall verteilen, hätten sie von mir aus viel mehr Somber Smithing Stones, also die finalen Upgrade-Steine für Level 25 und für Level 10 und außerdem auch noch mehr Lavaltiers zum Respecken. Das wären so richtig gute DLC-Drops gewesen, wo man dann auch nicht enttäuscht ist. Ist hier sonst noch was? Nee, ne? Weil warum diese künstliche Verknappung, dass man jetzt irgendwie manche Waffen einfach nicht finalisieren kann? Finde ich einfach auch irgendwie ein bisschen Quatsch. Okay, hier ist auch gar nichts mehr. Ups, das wollte ich gar nicht. Also. Oh nein, er hat die Schildkrötis erwischt. Nee. Ja, nicht. Und das sind auch wieder ganz alte. Gut, aber dann habe ich jetzt wenigstens das hier auch ein für alle Mal. Oder? Huch. Fire! Guck mal, der auf den Mockshackel reagiert. Guck mal, der reagiert auf den. Seht ihr das? Okay, doch nicht. Doch, er weicht zurück. Ja, viel Spektakel und wenig Damage. Ihr habt auch absolut recht. Und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf die Dinge. So, was haben wir denn noch im Angebot? Sowas. Oh, nee. Zu schwer. Beide zusammen, dann nehmen wir noch. Was Schnelles und was Langsames. So, hier sind wir durch. Aber das ist das Schöne. Man backtrackt irgendwo und findet noch was. Ich brauche noch zwei Shadow Trees. Shadow Tree Fragments. Kann natürlich sein, dass ich irgendwo noch was übersehen habe. Aber ich kann jetzt nicht alles nochmal absuchen. Wo waren wir denn ursprünglich stehen geblieben? Ach ja. Ich weiß. Hier. Bonnie Village. Richtig? Ja. Vielleicht finden wir noch was. So. Hier geht es jetzt quasi offiziell weiter. Die anderen Sachen, da bin ich hergekommen. Das waren ja nur die Sachen, die ich gestern Abend noch gefunden habe, beziehungsweise mich dann nicht weitergetraut habe zu spielen, weil ich keinen Progress ohne euch machen wollte. Aber hier sind wir jetzt offiziell.
Irgendjemand hat mir geschrieben, dass Margit's Shackle mehr aufdeckt als Mox's Shackle. Und dann habe ich das im Wiki nachgelesen und es scheint zu stimmen. Das wäre natürlich allererste Sahne, wenn wir jetzt hier noch zwei Shadow Tree Fragments irgendwo finden. Hier kann man auch sammeln auf jeden Fall. Es ist ein bisschen unübersichtlich. Oh, wer ist das denn? Ach, du Arschloch. Lächerlich. Das ist absolut lächerlich gewesen. Was war das denn für ein Quatsch? So, er springt. What the fuck? Vergesse mal, dass er springt. Dabei sage ich es ja selber. What the fuck? Ist der nervig. Wer schießt, während ich kämpfe? Hinten. Alter. Ich hab wohl den Schuss nicht gehört, ey. Okay, hier ist 100 pro irgendwo noch ein Topf-Guy. Hier muss ich nochmal durchschleichen. Wer weiß, ob ich den jetzt schon... Mann! Wo, wie viele sind denn hier? Alter, ey. Ist ja nicht zu fassen. Hier kann natürlich überall ein Topfgei gewesen sein. Schwierig, schwierig. Hier müsste ich durchsneaken, um das rauszufinden.
Nein, falsch. Bonnie Butchering Knife. Ich dachte, ich hätte hier gerade alles geklärt. Da ist irgendwas Großes. Ich bin noch nicht sicher, was. The fuck? Leute, guck mal, hier ist eine gehäutete Schlange. Also beziehungsweise, wie sagt man, die alte Haut einer Schlange? Da kann ich mit interagieren. Der Baum sieht merkwürdig aus. Oh Mother. Wo ist es? Ist das was? Wir gucken hier hin. Okay, da unten waren wir schon, glaube ich. Okay, hier ist nicht viel, außer dieser Schlangenhaut, aber warum? Kann man nichts machen mit der. Ja, vielleicht soll die auch einfach nur ein bisschen Lore sein.
Oh, guck mal, was wir da haben. Das hat ja nicht viel Schaden gemacht. Alter, wie nervig! Panic Roll! Panic Roll! Ticken zu spät. Achso, ich bin ja rübergejumpt. Können in diesen Graben natürlich auch rein, aber kommen wir dann da wieder raus, ist die Frage. Fuck it. Da ist ein Item. Leider kein Shadow Tree Fragment. Leider nur Revert Spirit Ash. Schade, Popade. Aber vielleicht finden wir noch was. Village of Flies, da war ich schon. Ach, das ist hier, okay. Interessant. Ah, ja, 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 okay, jetzt erinnere ich mich. Ach, es ist schon geil zusammengebaut alles. Zwei Hängebrücken haben wir hier zur Auswahl. Ich reite hier erstmal durch. Das ist kein Topfguy, das ist ein Korbguy. Du Motherfucker. Du Motherfucker. Nein! War das knapp, ey. Alter, war das knapp. Lol. Was bist du denn für ein Lulli? Okay, sind wir beide Lullis? Jesus Christ, sind hier viele Gegner. Ich habe jetzt schon keinen Bock, das alles nach dem Topfguy wieder abzusuchen.
Aber es muss sein. Da geht's rüber. Ah, lieben wir einfach Hängebrücken. For pity's sake, your place is in the jar. Nice saint who itself waits you within. For shamans like you, this is your lot. Life, where you accorded for this. Tooth whip. Strewn with rotting, mishapen teeth, filthy and seething with disease. Painful strike. Ausprobieren. Ja, sicher. Zahnpeitsche, Leute. Komm mal, dann zeig doch mal. Ja, da weiß man überhaupt nicht, wo die Trefferzone ist. Sieht irgendwie ein bisschen buggy aus. Aber die könnte abgehen. Leider sehr langsam die Peitschen. Zu langsam. Aber ist das ein Double Slap? Bin mir nicht sicher. Ja, im PvP kann man damit immer mal ein bisschen überraschen oder ein Roll Catch oder so, aber weiß ich nicht. Müsste ich mal ausprobieren. Was haben wir denn hier noch? Wir haben diesen Bonnie's Butchering Knife. Ups, also wieder weg. So. Weapon of Greater Potentates of Bonnie Village. Alter's Butcher's Cleaver used as memo you must be making of great jar stored in the jails. Restores a very small amount of HP when it squarely strikes an enemy. Ich dachte, ich hätte es angezogen. Was haben wir hier? Starline Sword. Sword encrusted with a line of stars, fashioned from small pieces of... Ach, das war der Boss.
Groot, the weapon of the demi-human swordsman. When bestowed with this weapon by the queen, the swordsman swear to find the truth that lies at the end of the procession of stars. Onces Line of Stars. Das ist auf jeden Fall eine Mage-Waffe. Gutes Moveset auf jeden Fall, ein bisschen kurze Reichweite, kann man nichts sagen. Oh, nicht schlecht für einen Mage. Na gut. Oh, the fuck? Da kommen wahrscheinlich normalerweise noch, wenn man die Stats hat, Int 21. Kommen da wahrscheinlich noch irgendwelche Zauberbällchen. Und Spirit Sword, ach, das habe ich schon getestet, ne. Die habe ich auch übrigens so gar nicht getestet, die Narnia Torch. Einfach mal das Auge Mordor. Ich glaube, für was anderes soll die auch gar nicht genutzt werden. Niemand? Okay. Wir kommen ins Gewächshaus. Oder was auch immer. Ich sage immer Gewächshaus dazu. Aber erst checken wir da alles hier schön ab. Der Ede ist gründlich. Der hätte gerne noch zwei Shadow Tree Fragments. Soll ich... Meint ihr, da ist ein Topfguy? Kann das mal jemand von euch einfach jetzt mal sagen? Dann kann ich mir wirklich einfach die Zeit sparen, ja jetzt noch durch die Stadt zu sneaken. Ist da ein Topfguy in der Stadt? Der verschwindet, wenn man in der Nähe ist? Ist keiner? Okay. Sehr gut. Danke, Chat. Weil dann spare ich mir das ja, weil sonst müsste ich jetzt hier komplett nochmal durch die gesamte Stadt, also müsste ich die Gegner wieder herstellen und einmal durch die gesamte Stadt sneaken. Und das würde mich nerven. Aber da hinten können wir noch die andere Dingsbrücke abchecken.
Wo führt das denn hin? Wieder in den Forest? Oh, geil, nicht getroffen. Auf die Socken gibt's hier. Ob man die backstabben kann? Guck mal, obwohl man schleicht, hören die ein. Weil das sind nämlich sensible Insekten. Ist auch ein guter Podcast-Name, sensible Insekten. Das sieht sogar richtig schön aus. So blau. Aus der Perspektive. So eine kleine Ferienoase. Oh, wir haben eine Höhle. Warum? Geil. Bonnie Jail. So ein Ding. Was gab's da immer noch als Belohnung? Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwas gab's da immer. Gab's auch viele Geheimnisse hier immer. Können wir gleich mal scheckeln. Aber auch viele eklige Gegner wie die hier. Hier kann man theoretisch schon runter auf die Töpfe. Wir gehen in den ersten Eingang reinkommen.
sieht aber alles schon sehr ähnlich immer aus, ne? Ich glaube, diesen exakt gleichen Raum, den gab es auch in... The fuck? Der lebt ja noch. Ede, bye bye, was ist los? Das Stream off? Alles gut. Okay. Ich lese komische Sachen. Stream noch da, schreibt Hardref. Okay. Weil der Chat bei YouTube läuft wieder aus. Ich habe Leute Angst, dass sie alleine sind, die da zuschauen. Aber das ist halt so. Der Twitch-Chat ist ein bisschen aktiver als hier. Ja, die sind das nicht gewohnt. Es sind mehr Lurker auf YouTube. Aber. Da kann man auch schon auf dem TV anlassen, die YouTube-App. Ja. Das ist ja auch okay. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Wir wollen hier, wir sind für alle eine Familie. Es ist egal, wo, welche Plattform. Guck mal, hier ist eine Kiste. Das ist ja geil. So eine, wie soll man sagen? Mülldeponie fast. Rein da, oder? Wer würde nicht? Hier sind bestimmt Ratten. Na, hier scheckeln wir erstmal. Nee, Blopsies. Aha. Ah, Frenzy Flame habe ich noch nicht. Nee, ist die falsche, aber mal ausprobieren. Die da drauf reagieren. Lol. Offensichtlich ziemlich empfindlich, was? Jeremy Fragrance präsentiert. Habe ich die nicht sortiert nach Attack Power? Easy. Ach, guck. Unnötig. Die staggern halt nicht, ne? Deshalb können die einfach weiter angreifen. Was mich jedes Mal eine dumme Scheiß-Flask kostet. Invigorated Blah-Meat. Not yet. Die Parfümflaschen kann man dual wielden. Also du meinst. Meinst du in jeder Hand eine Parfümflasche oder meinst du zweihändig nehmen? Weil das mache ich gerade. Das ist zweihändig. Und das ist einhändig. Auch relativ deutlich zu sehen. Da macht er nur so einen Streifen. Zweihändig. Macht er zwei.
Aber theoretisch könnte, das habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, könnte ich in diese Hand natürlich jetzt noch zum Beispiel eine Lightning-Parfüm nehmen oder Eis. Und dann habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ja, tatsächlich, dann mixt er die, das ist ja geil. War nicht so schlecht. Problem ist, dass ich die nicht aufgelevelt habe, deshalb bringt es mir gerade nichts. Aber interessant. Habe ich tatsächlich auch noch nicht probiert. Da will man ja eigentlich was reinwerfen, ne? Hab ich was? Naja. Was haben wir noch? Broken Rune. Ey, leck mich, ist einfach nur eine dumme Falle gewesen. Okay. Warte mal. Gingst du eigentlich noch in eine andere Richtung? Ja. Oder? Hier nehme ich, guck. Geht's wahrscheinlich wieder hoch, ne? Da sind wir schon die Ratten. Oh. Oh, die hätte ich da durchdingsen müssen, ne? Oder? Nee, doch nicht. Smithing Stone 2, ja geil. Da freue ich mich. Für mein Dolch Level 1. Jesus. Welche DLC-Waffe gefällt mir jetzt am besten? Bis jetzt am besten. Also meine Lieblingswaffe ist die My Lady tatsächlich. Aber hier die Backhand Blades finde ich auch richtig nice. Ich mag auch hier die vom Death Knight. Hier die. Die hat viel Style. Gibt viele Waffen, die ich mag tatsächlich. Das Schild zum Werfen. Also es sind richtig viele gute Waffen im DLC. Kakashas Great Katana mag ich. Ich kann es gar nicht sagen, ey. Ich mag echt viele. Die Parfümflaschen machen Spaß. Kung Fu macht mir Spaß. Die Blood Beast Claws sind natürlich absolut immer. Sorry. Also, da gibt es echt einiges. Ich wechsle ja auch dauernd, weil ich mich gar nicht festlegen kann, weil ich so viel Spaß habe mit den Waffen. Halt, stopp. Hier waren wir doch. Hä, ich bin doch hier hoch. Wieso bin ich denn dann wieder unten? Bin ich falsch gegangen? Hier habe ich die Ratten gekillt. Falsch gegangen. Dann geht's hier wieder weiter.
Und hier kommen wir dann wieder. Stalwart Home Charm plus 2. Robustness. Blood Loss und Frost. Nee. Okay, dann droppen wir jetzt mal da runter, wo das da hinten war. Aber ich muss sagen, früher bei alten Souls-Spielen habe ich auch nicht so viel die Waffen oder die Builds gewechselt. Habe ich eigentlich erst bei Elden Ring gemacht, weil es aber auch einfach so eine krasse Varianz gibt und so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber ja, ist auch vollkommen in Ordnung, nur mit einer Waffe zu spielen, wenn man sich wohlfühlt und damit gut klarkommt. Für mich ist Souls mittlerweile fast schon so ein bisschen wie Mega Man, für alle, die noch Mega Man kennen. Da war es ja mal so, dass man die Bosswaffe gekriegt hat bei Mega Man. Und die war dann für irgendeinen anderen Boss immer so Schere-Stein-Papier-Prinzip. Also das war dann, wenn du die richtige Waffe für den richtigen Boss benutzt hast, war der Boss super easy. Und wenn nicht, dann war er halt super schwer. Und so sehe ich das auch immer so ein bisschen mit Elden Ring. Ich glaube tatsächlich, dass es für jeden Boss immer auch so ein Perfect Setup, wahrscheinlich nicht nur eins, sondern mehrere gibt. Und das hat man ja auch... Sieht man ja auch so, es gibt ja auch ständig für jeden Boss ein Video mit der Waffe, super easy kill und so weiter, also das finde ich, das macht mir persönlich auch viel Spaß an Elden Ring und so weiter rauszufinden, was funktioniert und so. Böse. Böse. Broken Rune, ihr wollt mich wohl verarschen hier. Nur Dreck kriegt man hier in diesem Dungeon. Wirklich. Oh. Kleines Töpfchen. Wie finde ich die Bosse vom DLC? Also ich muss sagen, ganz unterschiedlich, ehrlich gesagt. Ich fand Relana, fand ich einen der besten Bosse im ganzen Spiel. Ich fand den Löwen ziemlich annoying. Weil ich mag einfach keine Gegner, wo die Kamera mit zum Gegner wird. Guck mal, der takt ein Bart, wollte ich sagen. Ups. Hä, kann man den nicht anvisieren doch? Ich habe ansonsten noch... Wer habe ich denn noch? Mydra von gestern. War das gestern oder vorgestern? Gestern. Mydra fand ich ganz okay. War auch ein bisschen nervig, aber den fand ich ganz cool. Ich habe noch nicht so viele Bosse gehabt. So richtige Remembrance-Bosse habe ich, glaube ich, erst 3 oder 4. Den Hippo fand ich auch nicht so geil. Aus den gleichen Gründen wie den Löwen. Aber generell haben sie schon auf jeden Fall einiges rausgeholt. Also die Bosse sind auf jeden Fall sehr wild
in dem Spiel. Sehr, also wirklich wild im Sinne von hüpfen hin und her und springen über die gesamte Arena und haben unfassbar viele Attacken. Also früher in den alten Souls-Spielen, da war das ja so, da hat er 3, 4 Attacken gehabt, dann vielleicht eine zweite Phase mit noch einer Attacke. Aber hier ist es ja wirklich so, du kämpfst 20 Mal gegen einen Gegner und dann kommt nochmal eine Attacke, die du noch nie gesehen hast. Aber die müssen das, es ist ja auch nicht ganz einfach, muss man sagen, für FromSoft das Spiel zu balancen. So, dass vor allen Dingen auch Leute, die das Main Game durchgespielt haben oder auch Veteranen der Spielreihe auf ihren Geschmack kommen. Gleichzeitig soll es aber auch Leuten gefallen, die nicht so einen ultra hohen Schwierigkeitsgrad wollen. Ja, muss alles gebalanced werden, ne? Und ich finde, das haben sie eigentlich sehr gut hingekriegt. Weil es auch einfach sehr stark davon abhängt, wie man... Ich hab dich gesehen, Junge. Wie man spielt. Der Schild ist hier aus dem DLC. Captain America Shield ist aus dem DLC. Souls-Spiele müssen schwer sein, das ist das Grundprinzip von Souls-like. Ja, ich würde eher sagen, dass... Also, im Prinzip richtig, aber ich würde eher sagen, Souls-Spiele müssen dir das Gefühl geben, dass du was erreicht hast. Dass du für was gekämpft hast. Es muss nicht immer ein super schwerer Boss oder sonst irgendwas sein. Es kann auch ein gut designter Dungeon oder so sein, aber du willst das Gefühl haben am Ende... So ein bisschen, boah, ich hab's geschafft. Das war ja die Uridee immer von Demon's Souls eigentlich schon. Aber mit Dark Souls haben sie es dann mit Estus Flask quasi perfektioniert, dass sie gesagt haben, okay, du hast dieses Gepäck, also du hast diese Anzahl an Estus-Flaschen. Mal gucken, wie weit du damit kommst. Und dann bist du ins Level gegangen und hast gemerkt, oh, ist schwer und jeder Fehler, den ich mache, kostet mich ein bisschen Estus. Und am Ende hast du nicht mehr genug, um das Ziel zu erreichen. Und das hat die Reise so spannend gemacht. Also es muss nicht unbedingt ein Boss sein, der unendlich viel Energie hat und 1000 Millionen Schaden macht. Es muss eher so dieses Ding sein, dass du halt das Gefühl hast... Ich habe hier eine anspruchsvolle Reise vor mir, aber ich werde auch belohnt, wenn ich sie schaffe. Aber im Prinzip ist es auch nur eine Umschreibung für Schwierigkeitsgrad. Nur Schwierigkeitsgrad ist mir so zu leicht gesagt, weil viele Spiele sind schwierig oder gerade seit Souls so, so erfolgreich sind, kommen ja so viele Souls-Klone rein, die einfach glauben, wenn sie einen Boss haben, der dich irgendwie einfach komplett 30 Mal in den Boden rammt, dass das dann schon geil ist. Das reicht aber halt nicht. Oder beziehungsweise, das ist nicht... So leicht ist es nicht. Schwere Spiele gab es auch schon vor Souls. Und es gibt schwerere Spiele als Souls-Spiele. Und die sind trotzdem anders. Also... Deshalb wäre ich da immer... bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Torben fragt, moin, wann werden die Streams immer hochgeladen? Also, unterschiedlich. Aber du findest alles, was hier im Stream passiert... In der Regel auf meinem YouTube-Kanal Grumpy Ede oder Eddie Uncut. Jetzt muss ich mal kurz hier orientieren, denn wir sind... Auf Eddie Uncut sind die Streams auch immer alle instant live. Also genau. Da könnt ihr jederzeit zurückspulen, ist auch jederzeit verfügbar. Wir sind von da oben gekommen, glaube ich.
Was macht denn ein Souls-like für dich noch aus? Zerstörbare Gegenstände wie Fässer, Rollen? Naja, das sind natürlich, weiß ich nicht, also das haben ja viele Spieler. Also für mich ist die Atmosphäre in einem Souls einfach was Besonderes. Minimalistische Nutzung von Musik und Zwischensequenzen zum Beispiel. Storytelling oder Lore über die Welt und die Gegenstände und nicht über irgendwas anderes. Viele Geheimnisse, dass nichts oder nicht alles erklärt wird, sondern dass du dir vieles einfach selber zusammenreimen musst. Das finde ich persönlich geil. Also es kommt natürlich aufs Spiel an. Ich will jetzt auch keine Wirtschaftssimulation mit 280 Möglichkeiten von Einstellungen. Nirgendwo wird erklärt, was die Einstellungen machen. Aber in so einem Spiel hier, ich habe auf jeden Fall keinen Bock darauf, dass mir irgendeine rote Farbe zeigt, an welchem Felsen ich hochklettern kann. Das meine ich halt. Wie bei den ganzen anderen Open-World-Spielen oder so. Ah, hier ist der Felsen, aber gelb. So wie bei God of War oder so. Was eh schon open-schlauchig ist, sodass du es eh kaum verpassen kannst. Ich finde geil, dass du bei Souls viel verpassen kannst. Weil es einfach, die Welt ist da und es liegt jetzt an dir, wie sehr du sie... Jetzt habt ihr mich hier beim Thema. Die Welt ist da und es liegt daran, wie sehr du sie erforschst. Wo du hochkletterst, wo du runterspringst. Du wirst aber dann nicht an die Hand genommen und dir wird gesagt, willst du nicht nochmal da? Und wenn, dann passiert es auf eine subtile Art, eben weil da ein Gegner ist oder ein Hase hinhoppelt oder ein Baum komisch aussieht oder sonst irgendwas. Also ich finde dieses Storytelling und die Art und Weise der Erkundung finde ich absolut das Beste, was es im Rollenspielsektor eigentlich gibt. Aber genau, das Akashi Giri sagt hier, wenn 99% der Sachen hidden sind und du alles verpasst, ist auch kein Spaß, was muss gebalanced sein. Das ist halt die Schwierigkeit, das Balancing davon alles zu machen, sodass du, ja, dass du das irgendwie, dass du kannst, am Ende kannst du doch immer alles schaffen. Es hängt immer irgendwie da auch davon ab, wie sehr du dich reinsteigerst in das Spiel und das finde ich persönlich halt sehr geil. Dann natürlich die verschiedenen Waffen und Rüstungen und Spiele. Das Kampfsystem ist einfach perfekt. Es gibt meiner Meinung nach kein besseres Third-Person-Schwertmäßiges Kampfsystem. Ja, ich könnte jetzt noch viele Sachen aufziehen, aber es sind so die, glaube ich, die wesentlichen Sachen. Ist der Legend of Zelda ein Breath of the Wild, ein Soulslike? Naja gut, ich glaube, Elden Ring hätte es wahrscheinlich ohne Breath of the Wild nie gegeben. So muss man es ja fairerweise sagen. Also Miyazaki hat ja schon oft gesagt, dass Zelda für ihn auch ein durchaus ein Inspiration ist. Und man erkennt ja auch die ein oder anderen Elemente. Nur wo Zelda halt ein bisschen mehr auf, sag ich mal, Rätsel setzt Elden Ring oder Miyazaki halt mehr auf Kampfsystem. Auch wenn das Kampfsystem jetzt schon besser geworden ist in Zelda, ist das ja noch meilenweit entfernt von die Welt ist schon, finde ich, vergleichbar. Breath of the Wild, also ist schon ähnlich. Es sind viele ähnliche Elemente in den Welten. Jetzt mal nicht vom Style her, aber so von der Erkundung und von der Idee sind die Spiele, haben die schon durchaus Ähnlichkeiten. Gar keine Frage. Das Problem bei Zelda ist halt, dass Zelda so ein bisschen, finde ich zumindest, meine Meinung, Zelda ist so ein bisschen gefangen in der eigenen Spielwelt. Und in der eigenen Gaming-Historie und einfach, wenn du so willst, in Nintendo selbst. Weil es muss halt familienfreundlich sein und damit schränkst du halt schon gewisse Sachen ein, wie so ein Film, der PG-rated ist und nicht R-rated. Da kannst du halt nicht fluchen oder Splatter zeigen. Das heißt nicht, dass die Spiele keinen Spaß machen oder weniger Spaß machen. Ich sag nur, dadurch hast du von vornherein gewisse Limitierungen,
die du anderweitig halt nicht hast. Ja, bei der Schwierigkeitsgrad haben sie, also beim Schwierigkeitsgrad haben sie zumindest meiner Meinung nach in Tears of the Kingdom nochmal eins draufgelegt. Also es war ja deutlich schwerer, fand ich. Also da hat es sich schon sehr Souls-like angefühlt. Wie oft ich dafür gestorben bin, meine Güte. Aber wo denn? Eigentlich auch nur bei den Dingsviechern, wie heißen sie? Lionels, nee, wie heißen sie? Ja, die, ja. Du weißt, aber was ich meine. Leona? Nee, wie heißen die denn nochmal? Ja. Du weißt ja, was ich meine. Die sind schwer, aber auch die, ne, wenn du da die Patterns hast, Leunen. Also die sind trotzdem aber Leunen, genau, die Leunen. Aber ich bin trotzdem bei, ich habe trotzdem noch an keinem Leunen 7 Stunden gesessen, wie hier am zweiten DLC-Boss. Also es ist trotzdem nochmal, ja, es ist für Nintendo-Verhältnisse ist es auf jeden Fall schwerer, aber es ist nicht FromSoft schwer. Ich kenne die FromSoft-Games nicht, außer Elden Ring. Ja, FromSoft ist, Elden Ring ist ja noch eines der einfacheren. Also einfach, weil du noch viel mehr Möglichkeiten hast. Oh Gott. Ich habe mit Dark Souls angefangen. Wurde dann immer Spawn gekillt von einem NPC am Anfang. Das war nicht so schön. Bei Dark Souls NPC am Anfang? Ja, wenn du aus dem Asylum rauskommst. Wenn du wo rauskommst? Aus dem Asylum zum ersten Mal rauskommst. Ja. Dann gibt es da einen NPC, der dich irgendwie dumm anmacht und dann, wenn man den aus Versehen angreift, dann Spawn killt. Ja, okay, Moment. Das ist aber das kleine Wichtige. Wenn man den aus Versehen angreift. Ja, ja. Aber dann hast du weil ich wollte gerade sagen, in Dark Souls gibt es keinen NPC, der dich direkt eingreift. Nee, nee, das stimmt. Aber es ist halt. Du hast ihn angegriffen. So ja, wird ein Shooter draus. Oh shit. Was ist denn hier los? Das war wirklich der einzige NPC, den ich jemals in einem Spiel angegriffen habe, weil er mich genervt hat. Und dann gleich bestraft hat. Da kam es Karma schnell zurück. Ja, Bobby, hab ich auch gesehen. Wie bitte? Nils macht komische Dinge auf der WM, Influencer-Darts-WM. Ja, erzähl mal, was macht er da? Wir können uns gleich mal einen Clip angucken. Ich habe den schon vorbereitet in OBS, damit wir den gleich gemeinsam gucken können. Aber kann ich den dann auch hören? Ja, ja, ich habe es eingestellt, das alle. Ist schon alles vorbereitet. Okay. Ja, warte, hier ist jetzt erstmal Bossy. Ja, ja, mach du erstmal fertig, genau. Ich hab keinen guten Moment gefunden. Aber ja. Wird Zeit, dass der Nils endlich ein Influencer-Superstar wird. Ja. Zusammen mit Papa Platte und Revi auf Tour gehen. So wie er es sich immer gewünscht hat. Endlich der gemeinsame Podcast. Frozen Maggot. Ich will nur sicher gehen, Chat, dass hier nicht noch eine geile Soße versteckt ist. Ich glaube, ich habe oben. Ich habe oben noch Sachen verschoben. Wieso markierst du ihn nicht an, Alter? Die machen sie einem aber auch schwer. Nix. Okay. Nee, ich lass mich nochmal catchen. So, hier ist der Boss, ist hier kein Marika. Man ja wohl nicht ernsthaft, dass ich den ganzen Weg nochmal gehe. Ach doch, hier. So, jetzt könnte ich, wenn ich jetzt hier in den Abgrund springe, müsste ich doch da hier wieder rauskommen. Leute. Ich habe nämlich nicht vor, mit 3 Flasks zum Boss zu gehen. Ich muss den Clip schon anschauen, das sind nur 20 Sekunden. Ja, okay. Warte, ich will nur. Nein! Na gut. Oh! Ich fass es nicht. Kashi sagt eh, dass hast, da hast du irgendwas vergessen, von daher. Ist doch gut, dass du hier wieder rauskommst. Immer positiv denken.
Ja, ich habe den Shortcut, glaube ich, freigeschaltet. Okay, hau den Clip rein. Okay, warte. So, muss ich kurz hier. Mit 6 Starts. Und haben es nicht geschafft. Was hat er denn da an? Holy shit, hat er einen Bademantel an? Warte, Chat, hört ihr auch was? Bevor ich jetzt abspiele. Platte und No Way, die mussten nur die 10 noch. Bei dir geht's auch, oder? Ich sehe alles, ja. Und du hörst auch, okay. Ja? Gut, dann let's go. Platte und No Way, die mussten nur die 10 noch treffen und haben es nicht geschafft. Davor mussten sie nur die 17 treffen mit 6 Starts und haben es nicht geschafft. Da habe ich schon gedacht, Leute, wenn ihr jemanden braucht, der sich damit auskennt, eine 17 zu treffen, dann fragt doch Montana Black. Aber jetzt fragen wir hier einfach mal im Publikum nach, wie die Stimmung hier so ist. Ich habe hier. Das war ein super Joke. Mal nochmal zurück. Wie keiner im Publikum lacht. Oh, der arme Nils. Ja, ist das traurig. Davor mussten sie nur die 17 treffen mit 6 Starts und haben es nicht geschafft. Da habe ich schon gedacht, Leute, wenn ihr jemanden braucht, der sich damit auskennt, eine 17 zu treffen, dann fragt doch Montana Black. Aber jetzt fragen wir hier einfach mal im Publikum nach, wie die Stimmung hier so ist. Ich habe hier. Ist eigentlich ein guter Joke. Ja. Den hätte man innerhalb dieses Dart-Turniers natürlich an vielen Stellen anwenden können. aber. Oh, scheiße. Oh, Nils, ey, das tut mir richtig leid. Das ist ein solider Joke. Und keine null Resonanz. Siehst du, deshalb mache ich keine Stand-Up-Comedy. Weil einfach die Leute einfach gute Gags nicht checken. Es ist einfach so. Man muss es einfach akzeptieren, dass wir hier dafür im falschen Land sind. Das ist ein richtig guter. Guter Roast-Joke gewesen. So, jetzt gehe ich mal hier runter. Ich kann immer noch nicht glauben, was mir gerade passiert ist, Leute. Dass ich hier ernsthaft gezwungen werde, alles nochmal nach unten zu gehen. Aber hier bin ich noch gar nicht gedroppt. Twitter-Kommentare empfehlen ihm jetzt auszuwandern und zu beten, dass er nicht gekündigt wird. Was geht, Chat, was geht? Auf Twitter macht das gerade die Runde, oder was? Ja, das macht gerade die Runde, deswegen. Und, was sagen die Leute? Das wird nicht gut enden, sag ich, schreibt einer. Da wird es so krachen. Hä, das ist doch ein absolut guter Joke. Das gibt eine Ausreise nach Malta. Der wandert besser aus und versteckt sich in der Höhle. Vor wem soll er sich denn verstecken? Ja, vor Montana Black, oder was? Ich weiß nicht. Ich glaube, Montana Black ist sogar noch kleiner als Nils. Nicht, dass das irgendwas zur Sache hätte. Aber das ist einfach ein guter Joke. Also, wenn Montana Black cool ist, lacht er darüber, weil es einfach ein guter Joke ist zu einem Thema, was ja eh bekannt ist. Also, ist ja nicht so, dass Nils irgendwas enthüllt hat, was nicht eh da schon kennt. Insofern, absolut top Joke. Und wer das nicht lustig findet, hat andere Probleme. Meiner Meinung nach. Zum Beispiel mangelnden Humor. Das gibt ein Kuchen-TV-Spezial. Ja. Das glaube ich auch. So, da habe ich jetzt auf jeden Fall noch was eingesammelt. Ich hätte einfach zum Boss reingehen sollen. Das war so dumm. Ich hätte einfach beim Boss sterben können, dann wäre ich auf Nummer sicher gegangen. Es war einfach. Aber ich musste hier eh nochmal alles absuchen, weil ich hier vieles, glaube ich, noch nicht gefunden habe oder gesehen habe. Aber ich meine, ich hätte irgendwo einen Shortcut gehabt. Hier ist die. Die Fallgrube. Vielleicht habe ich doch keinen Shortcut gehabt. Falsch. Hier mal rein. Oh, ich muss aufs Klo. Ich muss immer vor Bossen aufs Klo. Was wäre deine Meinung? Was nochmal? Ich habe nicht gelesen, was da steht. Was wäre meine Meinung? Kannst du mir nochmal den Beitrag zeigen? Lies mal bitte gerade vor, Nikola. Das. Was wäre deine Meinung allgemein, Ede, wenn du mit Ü30 du etwas mit einer 17-Jährigen anfängst? Was meine Meinung wäre?
Wenn ich das machen würde, das macht doch gar keinen Sinn. Wenn ich das machen würde, würde ich es wahrscheinlich okay finden, sonst würde ich es ja nicht machen, oder? Ist ja eigenartig. Oder ist die Frage, ob ich das machen würde? Ich verstehe gerade nicht so richtig. Könnte beides sein. Was würdest du über jemanden denken, der das macht? Das ist mir erstmal die Frage. Was ich darüber denken würde? Ja. Aber Ü30, das kann ja alles sein. Also erstmal würde ich die Person jetzt erstmal nicht komplett verurteilen und in so eine Pedo-Ecke oder so stellen. Weil, also, da muss ich einfach ehrlich sein, unabhängig davon, wie ich das finde oder ob ich das machen würde, wenn ich an meine Schulzeit denke und in meine Klasse gucke, alle Mädels, ausnahmslos alle Mädels, wirklich, alle Mädels haben auf Ältere gestanden. 2, 3, 4 Jahre. Wenn er Student war oder so, das war das große Leid, als ich in die Pubertät kam, dass 16-jährige oder 17-jährige Mädels nicht auf 16- oder 17-jährige Jungs stehen. Das ist einfach, das denke ich mir nicht aus, das war so. Das, in meiner Klasse gab es viele Mädels, die, weiß ich nicht, als sie 16 waren, dann einen 20-jährigen Freund hatten oder einen 21-jährigen oder sonst irgendwas. Den die dann beim Party machen im Club kennengelernt haben oder so, wo ich noch gar nicht Party machen durfte. Jetzt kannst du übrigens wieder runterscrollen, Nikola. Das war hier noch die Fortsetzung No-Go oder wurde die Band fälscht? Das war. Also das nur mal so gesagt, dass man muss ja jetzt nicht nur so tun, als ob irgendwie da so der ältere Herr das junge, naive Ding verführt. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Montana Black ist. Da ist natürlich der Altersunterschied schon nochmal ein ganz anderer. Aber ich glaube, so eine 17-Jährige, die, ob die dann jetzt ein halbes Jahr, in einem halben Jahr mit Montana Black zusammen ist oder nicht, das ist natürlich so rein rechtlich gesehen vielleicht ein Thema. Moralisch gesehen würde ich es aber jetzt nicht so krass in eine Richtung drängen, dass das, dass der da sich mit Kindern trifft oder so. Da ist aber dann natürlich die Frage, wo zieht man die Grenze, ne? Also das ist dann natürlich bei einer 13-Jährigen wäre das schon wieder was anderes als bei einer 17-Jährigen so. Also ist ja logisch. Aber natürlich hat das immer so ein bisschen einen komischen Geschmack, wenn ein älterer Mann eine wesentlich jüngere Frau datet, erst recht, wenn die noch so jung ist. Ich frage mich halt eher, was reizt einen 35-Jährigen, oder wie alt ist Montana Black? Ich weiß überhaupt nicht, wie alt er ist. Wie? Schätzen heute. 36. 36. Ich frage mich halt eher, was will ein 36-Jähriger mit einer 17-Jährigen? Also das ist, also, ich kann mir schon vorstellen, was, aber ich meine, der absolute Albtraum wäre das. Also, das ist so, ich weiß überhaupt nicht, man hat ja 0,0 Gemeinsamkeiten, nichts, worüber man keine Lebenserfahrung, die man miteinander teilen kann. Es ist so ein Ungleichgewicht in allem einfach. Also es ist absolut nicht, in meinen Augen nicht erstrebenswert, aber that being said, wie gesagt, ich glaube, dass es eine Menge 17-jährige Mädels weltweit gibt, die volljährige, erwachsene Männer daten. Also das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Macht's das besser? Weiß ich nicht, aber und übrigens umgekehrt auch. Es gibt auch Jungs, junge Männer, die von älteren Frauen verführt werden. Letztendlich ist für mich ein 17-Jähriger mehr oder weniger ein Erwachsener. Also vielleicht nicht ganz rechtlich, aber wo ziehst du da die Grenze so? Also als Elternteil würde ich zum Beispiel
meiner, wenn ich eine 17-jährige Tochter oder einen 17-jährigen Sohn hätte, könnte ich dem ja nicht mehr wirklich, nicht wirklich was verbieten, so. Also ich hoffe, dass dann meine Erziehung so weit abgeschlossen ist, dass ich die richtigen Werte vermittelt habe und Vertrauen etabliert habe oder so. Aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen zu einer 17-Jährigen oder zum 17-Jährigen Sohn, du bist heute um 22 Uhr hier, du bist, solange du noch nicht erwachsen bist. Also kann ich schon, aber finde ich nicht mehr angebracht mit 17, weil in ein paar Monaten ist das Kind de facto rechtlich ein Erwachsener. Und muss bis dahin, dann, also wenn du es in den letzten 3-4 Monaten nicht geschafft hast, deinem Kind irgendwie das beizubringen, was es vielleicht das Rüstzeug ist, das Rüstzeug zu geben, was es dann eben hat, wenn es volljährig ist, dann bringen die 3 Monate auch nichts mehr. Ich finde nicht, dass man mit 17 erwachsen ist. Naja, ich meine jetzt einfach rein rechtlich gesehen, ist man mit 17 erwachsen. Und ich glaube, ja klar, kannst du sagen, mit 20, 21, da gibt es natürlich manche, die sind so, manche sind so. Also das ist ja auch komplett unabhängig. Also Alter ist eine Erfindung von uns Menschen. Das haben wir uns einfach irgendwann ausgedacht. So funktioniert ja der Körper oder die Seele oder weiß ich nicht, dass die Entwicklung nicht eins zu eins so. Also manche, ich war mit 17 sicherlich noch sehr kindlich zum Beispiel. Und ich hatte Leute, Jungs in meiner Klasse, die waren mit 17 wie Männer, einfach richtige Männer mit Bart und allem. Aber am Ende des Tages geht es mir einfach um die Erziehungssache, dass wenn das Kind 18 ist, kann es eh machen, was es will. So, das ist mein Punkt. Wenn das Kind 18 ist oder wenn jemand 18 ist, kann er machen, was er will. Und dann bringt es nichts, dem Kind mit 17,5 noch die Welt zu verbieten. Weil dann sorgst du eher dafür, dass das Kind mit 18 abdüst und du keinen Einfluss auch mehr hast oder gar nicht mehr irgendwie das Kind erreichst. Natürlich ist das Kind da noch nicht erwachsen, ist ja noch, lebt vielleicht noch zu Hause, hat keine Erfahrung und weiß noch nichts von der Welt und so weiter. Klar, das meine ich nicht. Aber so rein rechtlich, wenn ich jetzt eine Tochter hätte, die wäre 17 und wäre mit einem, weiß ich nicht, will mit einem 30-Jährigen zusammen sein, soll ich der das dann 5 Monate verbieten und in 5 Monaten zieht sie dann zu ihm oder was? Also wie soll man sich das vorstellen? Also es ist natürlich schwierig, ne? Das sind halt diese moralischen und Grauzonen und ja, ich finde, es gibt schlimmere Sachen, über die man sich auf jeden Fall aufregen kann. Wie verroht tatsächlich und ja, keine Ahnung, was da noch alles gibt. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber Optimalfall passen einfach beide Personen zusammen. Das ist so. Ja, aber ich kann es einerseits verstehen, natürlich sieht das irgendwie komisch aus, gerade auch, weil er ein Prominenter ist, ne? Wo man dann natürlich auch immer so noch dieses Machtding, das hast du vielleicht sowieso schon, wenn du so einen Altersvorsprung hast, dass das dann halt immer noch so mit reinspielt, dass es halt schon irgendwo so in eine Richtung Groupie-mäßiges geht. Aber ich weiß nicht, ist sie nicht mittlerweile 18? Ich weiß es nicht, ich kenne das, ich verfolge das alles nicht. Ja, der ist prominent. Montana Black ist prominent. Da gibt es gar keine Zweifel dran. Oh, shit. Ede war schon immer jemand, auf dem die Frauen fliegen. Schön wär's, ja. Wenn's so ist, dann haben sie es mir immer gut verschwiegen. Aber ich war ein hoffnungsloser Romantiker. Das stimmt. So, jetzt sind wir wieder unten. Übrigens liegen da fast 500.000 Seelen. Just saying, wenn ich jetzt sterbe, wären die weg. Ist jetzt nicht so schlimm, weil ich kann die jederzeit farmen, aber
Wir haben auch nichts zu verschenken. Jetzt kommt hier erstmal Number One. Na komm doch. Nee, erst kommt Number Two, jetzt kommt Number One. Der spuckt, das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Bam, das ist so eine geile Attacke. Aber ich war zum Beispiel mal, als ich 27 war, mit einer 19-Jährigen zusammen. Wie alt war ich da? 26, 27, sie waren 19. Oh, das war eine absolute Katastrophe. Das kann ich schon mal sagen. Wegen fehlenden gemeinsamen Themen oder was war das? Alter, ey, das war Zickenalarm hoch 1000. Okay. Also wirklich, das war noch so, keine Ahnung, noch in der Eisdiele treffen und ich kann es gar nicht erklären, ich will es auch nicht lästern, so, aber das war. Das war nix. Also das war auch, und also deshalb die Vorstellung, ein Altersunterschied von, weiß ich, also ich, ab einem gewissen Alter ist das vielleicht nicht mehr, ab einem gewissen Alter ist das vielleicht nicht mehr, ob du dann, wenn sie, weiß ich nicht, 35 und du 50 bist oder so, dann kann sich das irgendwie angleichen, glaube ich, so ab einem gewissen Level. Ich fühle mich auch noch wie ein 30-Jähriger, aber der Unterschied, so, sie kommt quasi gerade von der Schule, ich war zu dem Zeit schon 8 Jahre berufstätig und das oder 7 Jahre und das hat überhaupt nicht gepasst. Heute würde das wahrscheinlich mit der gleichen Frau ganz gut passen, weil der Altersunterschied nicht so groß ist, also wenn die jetzt, weiß ich nicht, ich bin 45 und sie ist, weiß ich nicht, Mitte 30, das würde wahrscheinlich voll gehen, aber damals war das halt komplett andere Lebensrealitäten. Also deshalb, das denke ich mir aber auch immer so bei so Hollywood-Stars, die dann so Leonardo DiCaprio oder so, der 50 ist oder so und dann irgendwelche 25-Jährigen datet, wo ich mir denke, Alter, worüber redest du mit der? Und dann wird mir immer klar, ich glaube, die reden gar nicht so viel. So, hier kann ich ja gut sterben. Oh, ist das wieder so ein unsichtbarer Zauberer jetzt hier? Ja, okay. Oh, nicht getroffen doch. Dumm? Sag mal die Schnauze. Das war's schon? Jesus. Curse Blade Mira. Das ist ein Summon. Dafür bist du vorhin abgrund gesprungen. Naja. Was? Ja, okay, weiß man ja nicht vorher. Hätte ich auch mit 3 Flaschen reingekommen. Ich dachte, dass du das verpasst hast, aber ich weiß nicht. Ja, ich bin ja auch noch nicht fertig. Ich habe selber noch Items gesehen. Ich bin ja erstmal nur runtergegangen. Ich bin noch nicht durch mit dem Dungeon. Ah, ich sehe es gerade. Okay. So, hier ist sonst nichts mehr. Das hat schon fleißig als Backseat Gaming gelöscht, aber wir haben es im Blick. Nur, dass du dran denkst, dass du noch was zu finden hast. Nein, ich weiß. Ich habe ja sogar noch ein Item gesehen, das ich nicht. Dass ich nicht genommen habe. Pass auf, wir gehen direkt wieder rein. Nee, so schnell gehen wir hier nicht raus. Das ist nur in diesen Dungeons auch teilweise sehr verwirrend. Nicht immer genau weiß, weil es sieht alles gleich aus. Hier sind wir als erstes rein. Ja, hier war nichts. Okay. Oh, das Spucken ist auch so nervig. Ah, hier könnte man noch rein, oder?
Nee, das war hier, hier, verstehe. Oh, du und deine Blutspucke, ey, das ist aber auch eklig. Hier ist die Gang. So, hier ist auch einer. Hm. So, hier ist die Lade. Aber will ich da rein? Oder muss ich vielleicht direkt am Anfang schon jumpen? Oh oh. Das war knapp. Tschüss. Was passiert? Ne, das habe ich doch gerade vorhin gemacht, oder? Da liegt noch was. Von da? Hä? Da unten war ich auch noch nicht, glaube ich. Ja? So, spannende Themen heute hier im Chat. Geht doch eine Leiter runter. Aber war ich da nicht aus der Kanalisation raus? Jetzt habe ich hier gerade ein bisschen Orientierungsproblems. Okay. Nikola? Nikola, bin ich noch online? Ja, alles gut. Okay. Ja, seit das einmal passiert ist, dass das plötzlich ist der Stream, ne, habe ich echt so ein bisschen, wenn sobald jemand schweigt. Ich kann mal so einen Alarm einbauen, sobald die Verbindung weg ist, dass da mal alles hier aufleuchtet. Alarm. Oh. Ja, sehr gut, ihr Ekel Müllhalden. Oh Mann! Ey, sag mal, bin ich ein bisschen dumm? So. Hä, wieso habe ich nur 5 Flasks? Ne, hier war ja die Todesfalle. Hä? Was halte ich von Android? Ernsthaft, Mike? Was für eine random Frage. Oh, guck mal, hier ist auch noch was. Ehrlich gesagt, das Betriebssystem, was du in deinem Handy benutzt, ist mir sowas von egal. Das glaubst du gar nicht. Aber ich habe angefangen tatsächlich smartphone-technisch mit Android und bin mittlerweile bei iOS. Ratten mögen kein Feuer offensichtlich. Trotzdem immer wieder komisch damit zu zielen. So, das ist nämlich die Leiter, wo ich die eben gesehen habe. Oh, shit.
Bitte töte mich nicht. Oh, shit. Oh, ich lebe. Grad so. Ey, wieso geht die Scheiße hier nicht auf? Das macht mich richtig wahnsinnig. Das war ja... Oh, hier was? Nee. Das war ja richtig knapp. Na, ehrlich gesagt, bringt mich das alles nicht weiter. Das bringt mich doch nicht weiter. Leute, ich bin hier gerade ein bisschen... nicht sprachlos, orientierungslos bin ich. Ich finde, das Parfüm müsste schneller gehen. Dass der das erst so ausholt von so hinten. Der sollte das direkt so... Dann wäre es effizienter. Aber da kriegst du immer eins gewatscht. Immer ein Watschen kriegst du da. Ja, ich glaube, letztendlich geben sich Android und Apple nicht viel. Das meiste ist identisch und der Rest ist einfach Gewöhnungssache. Es gibt bei beiden Seiten, glaube ich, ein paar Vorteile und ein paar Nachteile, wenn man so will. Aber ich mag schon ganz gern, wie die Apple-Produkte so untereinander easy funktionieren. Das gefällt mir gut. Aber ich bin noch nicht auf dem neuesten Android-Stand, also... Keine Ahnung, ich finde diese Diskussion immer so ein bisschen leidig, weil es ist doch letztendlich, mach doch einfach, was du willst. Kauf dir halt das Handy... Ist immer so komisch, wenn dann Leute sozusagen spotten. Der hat ja das oder das. Hä? Oh, Lil J, hast mehr auf East Town gesehen. Sehr gut. Ich habe gerade auf Empfehlung von Jan Gustafsson hier... aus Mangel an Beweisen die Apple-Serie geguckt mit Jake Gyllenhaal. An zwei Tagen durchgebinged. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte Mock shackeln. Echt eine ganz schöne Whodunit-Krimiserie. So, hier oben ist nämlich auch noch ein Item. Das habe ich nämlich nicht vergessen. Das ist das, was ich meinte. Das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht genau, wie ich da hinkomme. Hier ist auch das Item. Das ist das, was ich von oben gesehen habe. Und das kriegen wir auch noch nicht auf. Das heißt, irgendwas hier, vermutlich in diesem Raum, habe ich übersehen. Schaue ich auch gerade, finde ich nicht so gut. Doch, mir, ich fand das ein schönes Whodunit zum Mitraten. Aber irgendwie natürlich alles schon mal da gewesen, ne? Ist jetzt nicht irgendwie... Aber es basiert ja natürlich auch auf dem Film mit Harrison Ford. Aber, doch, hat mir Bock gemacht. Kann man gut weggucken. Ich glaube, hier hoch könnte richtig sein. Nee. Aber irgendwas hier in diesem Raum... Ist ja so geil, wie der sich einfach volllaufen lässt.
So, kommen wir hier irgendwie hoch? Habe ich hier was übersehen? Ah, die Scheiße. Ich sehe hier keine Möglichkeit hochzukommen, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie anders hinkommen, hingehen. Hier droppt man natürlich noch weiter runter, oder? Tja. Hier in dem Raum was übersehen? I don't get it. Der Chat ist inzwischen so tief gesunken, dass alle ihr Alter reinschreiben. Ganzer Chat ist voller Zahlen. Vor allem sehe ich nur so alte Zahlen, das gibt's doch gar nicht. Ey. Ihr alten Säcke, ey, ohne Scheiß. 42. Du solltest dich was schämen, dass du noch Videospiele guckst. 43, eieiei, 38, Zimmi, ich hatte ja keine Ahnung. Vulkangestein 12, das glaube ich nicht. Hätte ich gewusst, dass ihr so alt seid, dann hätte ich ja ganz andere Geschichten erzählt. Vielleicht hier irgendwas. Mal gucken hier. Ich habe heute noch mit meiner Frau drüber gesprochen, dass man irgendwie ab einem gewissen Alter das Gefühl hat, dass man nicht mehr älter wird. Also natürlich so rein körperlich. Alles tut weh und man ist faul und will einfach nur zu Hause bleiben und sowas meine ich nicht, aber so, was so Interessen und so weiter angeht, unterscheide ich mich überhaupt nicht groß von meinem 30-jährigen Ich, glaube ich. Also klar, ich habe Kinder gekriegt und dadurch ist natürlich sind viele Sachen in mein Leben gekommen, so, aber generell habe ich irgendwann die Stopptaste gedrückt, so. So, hier habe ich definitiv irgendwas übersehen. Hier? Irgendwo hier ist irgendwas. Das gibt's nicht. Jetzt bin ich schon fast wieder beim Boss. Der lebt ja noch. Hä, was war denn das? So, letzte Flask, Freunde. Mit lächerlichen fast 700.000 Seelen. Das soll schon schief gehen.
Hast du eigentlich einen Lieblings-Disney-Film, den du mit den Kids guckst? Ein Lieblings-Disney-Film? Also ich mag einen Film mehr als die Kids. Das ist das Dschungelbuch. Ich liebe den. Aber das merkt man halt auch immer so, dass die Zeiten sich so geändert haben. Kids wachsen heute mit so einer Vielzahl an Serien und Kram auf. Es ist schwer, die für alles so zu begeistern, was man selber irgendwie cool fand früher. Wir fanden aber vielleicht auch viele Sachen einfach nur cool aus Mangel an Alternativen. Ich habe neulich mal lief irgendwie so im Fernsehen He-Man, also die Zeichentrickserie, und ich war riesen He-Man-Fan. Ich hatte die Figuren, die Comics, alles. Kannte jede Folge. Also mit den Kids so ein bisschen He-Man geguckt. So besser als kein Fernseh gucken war so ungefähr das Feedback, aber es war jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Hat nicht mehr so reingehauen wie früher. Captain Nintendo, du meinst Captain N. Nota Trendy, natürlich. Mit Mother Brain als Bösewicht. Das war nämlich geil. Das war mit Simon Belmont. Das war so ein Crossover. Das war eine richtig gute Zeichnung. Die habe ich sehr gerne geguckt. Captain N, der Game Master, genau. Das war richtig geil. Oha, war ich hier schon? Shit, hier geht's nur zum Boss, Leute. Ich check's nicht. Irgendwo bin ich falsch. Irgendwas habe ich jetzt schon wieder übersehen. Das gibt's doch gar nicht. Oh, da ist es doch. Hä? Helm of Nightset. Geil. Aber wieso bin ich denn, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Hä? Man muss erst einmal mit dem nach unten fahren und dann nach oben? Okay, aber der sieht geil aus. Das Set gucken wir uns direkt an. Ups. Bottomless Black Helm, cool to the touch. Song 9 is here. Fingerprint at dawn, surface imprisons the wearer in utterly lightless dark. Cool to the touch. Das ist die Sauron-Rüstung, oder? Das ist natürlich sehr dunkel hier, da ist Licht. Du machst noch ein bisschen, oder? Wie viel Uhr ist es? 23 Uhr. Ich wollte eigentlich nach 2 Stunden Pause machen für 2 Folgen. Genau. Ja, ich mache noch mindestens 1 Stunde, ja. Okay, mein Rock Beats wird jetzt auch langsam fertig. Das ist noch Bock auf Elden Ring. Ja, dauert noch. Die sind noch bei Spiel 20 von 25. Die brauchen pro Spiel gefühlt 10 Minuten.
Eine Pause wäre ganz gut. Ja, ich muss sowieso gleich mal aufs Klo. Ach, Quatsch. Rüste kann ein bisschen schon mal woanders gesehen haben. Okay. Hast du die schon mal woanders gesehen, die Rüste? Die Rüstung? Oder an jemanden anders. Schreib dir mal im Chat. Aus Ibandias auf die Tür. Also vielleicht kommt ihr noch. Im Spiel? Klingt so, ja. Keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Der Death Knight vielleicht? Aber haben wir da nicht eine Rüstung? Ah, jetzt haben wir alles. Guck. Shield of Night. What is denn that? A shield of one of the night cast in a blue black. Which no light can escape. The outer surface is only semi-corporeal, providing reliable defense against attacks that are not in physical nature. Revenge of the Night. Ja, guck, Physical nur 55. Magic 70. Also die Werte sind gar nicht mal so gut. Das muss irgendwas können. Sieht aus wie eine Bratpfanne, die dampft. Oh, ich glaube, damit kann man... Kann man damit Zaubersprüche zurückschießen oder soll das die Attacke sein? Das sieht nämlich, der Held ist wie ein Parry Shield. Ich schätze mal, du kannst damit Zaubersprüche zurückschießen. Und sogar Schaden machen. Das wollen wir mal ausprobieren. Interessant auf jeden Fall. Okay, ich glaube, wir haben das Bonnie Jail. Wir vergessen, wie wir überhaupt da hingekommen sind. Ach ja, über die Bonnie Village. Und dann können wir hier lang. Beim nächsten Mal. Ins Gewächshaus. Gucken, was da ist. Okay. So langsam füllt sich die Map. Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Das geht so. Okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet ein, wenn es wieder heißt Edelring.